das? Das ist ein Luftsprudelbad. Bestimmt gut für die alten Knochen. Ja. Na, dann wollen wir mal. Jahrgang 80. Ja. Was sagt der Arzt? Der hat wohl unheimlich viel Blut verloren. Guck mal, ein halbes Kind. Ui. Eine kleine Dealerin. Ja, scheint so. Irgendwelche Zeugen? Zeugen? Keiner hat auf die beiden geachtet, als es passiert ist. Und danach Panik, alles ist auseinandergerannt. Ja. Der Schuss ist etwa aus dieser Richtung gekommen. So, Herbert. Da schaue ich wohl da oben mal nach. So ist es. Und vergiss nicht, nachher die Eltern zu informieren. Ach so? Ja. Hey, was ist denn hier los? Kommt, haut ab! Herr Kommissar, bitte. Ja gut, ihr sollt das finden, das ist mein Laden! Hauptmeisterin, ich bin zur Polizeihilfe! Ja, ja, gleich. Ich möchte, dass ihr mich fotografiert. Kann der Junge laufen? Wenn es sein muss? Na, komm mal. Komm. Wir müssen uns nicht hier draußen unterhalten. Abhauen, ich hab das. Sag mal, soll ich dir die Körner einhauen? Kanntest du das Mädchen? Wusstest du, dass sie geschäftlich hier war? So eine Scheiße! Ich werde mich über sie beschweren! Haben Sie eine Ahnung, was das für mein Image bedeutet? Wenn die Pressekanalien über meinen Laden herziehen, begreifen Sie das? Das Mädchen liegt im Krankenhaus, ist 17 Jahre alt und muss vielleicht sterben. Das begreife ich. Moment, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Komm, setz dich dahin. Warum bist du dann mit ihr vor die Tür gegangen? Kleines Verkaufsgespräch? Soll ich dich erst durchsuchen lassen? Hast du mehr davon? So, ich muss jetzt ins Krankenhaus. Was ist denn mit dir los? Du kommst mit. Herr Hauptkommissar? Wir finden den Kim. Wir finden ihn.
Was ist mit dem Jungen? Er muss sofort ins Bett, sonst kriegt er eine Lungenentzündung. Hier, wie der Arzt gesagt hat, alle 2 Stunden eine Tablette. Mein Kollege fährt dich nach Hause. Nee, Herbert, ich muss mal zur Ballistik. Na, dann kommst du mit mir mit. Und was ist mit dem Mädchen? Sieht nicht gut aus, Junge. Hier wohne ich. Aha. Dann schlaf dir erst mal aus. Sag mal, lässt sich das Ding überhaupt heizen? Ich hab einen Kanonenofen, zieht aber nicht richtig. Wenn du willst, ich hab zu Hause eine alte Heizsonne. Kannst du dir mal holen. Wo wohnen Sie denn? Ja. Nacht. Nacht. Schussentfernung ca. 80 Meter. Tatwaffe vermutlich Präzisionsgewehr mit optischem Visier, Kaliber 7,62 mm. Die Standard-NATO-Patrone. Die ist doch für alle möglichen Gewehre verwendbar. So ist es. Eins, kommst du mal bitte? Der Junge sagt, diese Kim Krober ist ein kleiner Fisch. Die gilt nur, um ihren Eigenbedarf zu finanzieren. Die Eltern hatten jedenfalls keine Ahnung. Die kleine Schwester wusste nur, dass Kim gerne tanzen geht. Und ist sie bei der Drogenfahndung bekannt? Im Gegensatz zu diesen Herren hier. Vielleicht hat sie irgendjemand das Revier streitig gemacht. Meinst du, jemand wollte ein Exempel statuieren, einer 17-Jährigen? Kann doch sein. Ich nehme das mal mit. Junger Mann. Ja. Alles im grünen Bereich? Sicher. Schmücke? Ja. Schmücke, die Mücke? Das war mal mein Spitzname in der Schule. Ja, ich weiß, ich habe ihn dir verpasst. Uli. Aha. Sag mal, was machst du denn hier in Halle? Ich denke, du bist irgendwann mal nach Düsseldorf oder so. Wozu gibt's Rückfahrkarten? Ich habe jetzt eine Diskothek an der Frankfurter Chaussee. Und was machst du hier? Ich habe von der Sache im Radio gehört. Ach so. 17 Jahre alt. Wem kann die Kleine schon groß was getan haben? Wenn ich mir überlege, das wäre bei mir passiert, komm doch mal vorbei. Du kennst meinen Laden ja noch gar nicht. Wenn du Lust hast, heute Abend schon. Du, heute Abend? Ich weiß nicht. Was treibst du eigentlich hier? Tja, ich versuche herauszubekommen, wer auf das Mädchen geschossen hat. Was? Du bist Polizist? Ja, keinen Kommentar, bitte, keinen Kommentar. Ich habe immer noch den kleinen Schmücke vor Augen. Weißt du noch, wie ich dich auf dem Schulhof immer vermöbelt habe? Versuch das jetzt mal. Mann, Schmücke, ich freue mich so. Komm ja vorbei. Sonst lass ich dich mit Handschellen vorführen. Das gibt's doch nicht. Herr Schulz, der Vertrag ist wie für Sie gemacht, sozusagen maßgeschneidert. Glauben Sie mir, das ist das Beste, was Sie tun können. Die Sache wäre gestern nie passiert, hätten meine Leute auf Ihren Laden aufgepasst. Ja, darauf trinken wir ein. Wohl bekomm's. Sie wollen bestimmt verkünden, dass Sie den Täter haben. Bedauere.
Was soll das hier werden, Mobilmachung? Korrekt. Löwe, Wachschutz und Sicherheitsdienst, die haben bestimmt schon mal von uns gehört. Nee. Wir sind die Nummer eins in der Stadt. Objektschutz. Ich hätte gerne, dass Sie sich ein paar Fotos anschauen. Vielleicht kennen Sie einen von den Herren hier. Ich kenne keinen. Gucken Sie ruhig genauer hin. Soll ich mir einen aussuchen, damit Sie zufrieden sind? Entschuldigung, darf ich mal? Ja, bitte. Ja, den kenne ich. Allerdings weiß ich seinen Namen nicht. Wir machen nämlich noch andere Tanzschuppen. Und ich sage Ihnen, da gibt es keine Drogengeschichten mehr. Das kann ich Ihnen auf die Heilige Schrift schwören. Ja, also, den Kerl, den haben meine Leute vor 2 Tagen in meinem Beisein vor die Tür gesetzt. Das war in einer Diskothek in der... Ne? Nidlehm. Ja. Aha. 100 pro. Wo wir Eingangskontrollen haben, da haben Dealer keine Chance. Das sind wir unserem guten Ruf schuldig. Und unseren Kindern. Bis vor einem Jahr habe ich bei meinen Pflegeeltern gewohnt. Da bin ich dann rausgeflogen, weil ich die Lehre geschmissen habe. Ja, schmeißt man denn auch so eine Lehre, wo es kaum Lehrstellen gibt? Das macht man. Sie würden es in einem Schlachthof auch keinen Tag aushalten. Das ist möglich. Und was ist mit deinen richtigen Eltern? Bis 8 war ich bei meinem Vater. Meine Mutter ist sonst wo. Wir hatten einen kleinen Autounfall. Mich hat es nur am Bein erwischt, aber mein Vater... Na nun, du bist ja schon da. Hi. Herbert! Herbert! Herbert, bei dir piekt's wohl. Der Junge hat fast eine fette Grippe am Hals und alles, was dir dazu einfällt, ist, ihm eine Heizsonne anzudrehen, die du schon seit Wochen auf den Müll schmeißen willst. Was willst du denn? Die ist doch noch tipptopp. Was ist so ein Quatsch? Ich will dir was sagen. Bastian bleibt hier, bis er wieder auf dem Damm ist. Der kann doch im kleinen Zimmer schlafen. Na, bei dir piept's wohl, was? Du, das ist immerhin noch meine Wohnung, ja? Quartier ihn doch bei dir ein. Du weißt genau, dass das nicht geht. Dass ich nach Genua fliege. Nun nimm den Kleinen doch mit. Reisen bildet. Sehr witzig, Herr Schmücke, sehr witzig. Ach, Herrgott, gut. Aber nur, wenn ich nicht wieder Oscar nehmen muss. Du nimmst Oscar und Pavarotti. Wieso nehmen die nicht deine Regieassistenten? Wie immer. Diesmal eben nicht. Ich bin doch nicht bei der Heilsarmee. Wieso? Betreuen die jetzt Sittiche und Hunde? Wie geht's, Tim? Im Radio haben Sie gesagt, dass... Sehr schlecht, mein Junge, sehr schlecht. Ja? Gib mir mal Schneider. Aber nur so lange, bis er wieder gesund ist. Ja. Ja, Herbert, ich ja. Ja, wer denn sonst, ne? Ach, deine liebe Frau. Hör zu, es gibt da einen Hofer, seines Zeichens Betäubungsmittelvertreter. Der Herrgott, ein Dealer. Ja. Kümmer dich mal darum, wie wir an den rankommen können. Ja, danke, Ende. Den kenne ich. Wen? Darf ich mal? Bitte. Vor ein paar Wochen, mit dem hatte Kim Streit. Streit? Der Typ ist aus der Szene. Der handelt auch mit kleinen bunten Pillen. Mhm. Es ging ziemlich zur Sache. Ziemlich zur Sache. Na, er hat sie geschlagen. Geschlagen? Gut, wir reden noch mal darüber. Ich muss jetzt leider weg. Zeig ihm dann sein Zimmer. Ich brauche kein Mitleid. Mitleid? Ich will nur nicht, dass ein wichtiger Zeuge von mir von der Influenza dahingerafft wird. Das ist alles. Die Kollegen der Drogenfahndung ermitteln schon seit 3 Monaten gegen den Hofer. Morgen wollen sie ihn festnageln. Man trifft sich ja gut. Dann sagt denen, wir nageln da ein bisschen mit. Ja. Ich horch mich in dem
Lollipop um und du in den anderen Läden, hä? Das sind fünf. Wieso muss ich fünf Diskotheken überprüfen und du nur... Was hast du denn? Du siehst aus wie ein oller Opa, der auf Travolta macht. Das ist auch beabsichtigt. Ganz nötig. Na los, nun sag's schon. Toller Laden. Toller Laden. Auf meine Rückkehr in die Heimat. Prost. Prost. Warum bist du eigentlich nicht in Düsseldorf geblieben? Ach, weißt du, ich war 21, als ich hier weg bin. Natürlich wegen einem Mann. Der hatte nichts weiter als ein schickes Westauto mit einem großen Kofferraum. Als ich drüben rausgeklettert bin, habe ich gedacht, jetzt habe ich es geschafft. Und dann sollte ich für ihn anschaffen gehen. Was? Ja, so kam es zur Flucht Nummer zwei. Mann Nummer zwei. Unser Haus, eine von unseren Diskotheken, unsere Yacht im Porto Portal, mein Hund Taxi, unsere Finca. Setz dich doch. Ein Foto von seiner neuen Freundin habe ich leider nicht. Aber versuch dir eine Frau vorzustellen, die aussieht wie ich vor etwa 30 Jahren. Ich weiß nicht, ob ich dazu Lust habe, mir das vorzustellen. Ey, du hast ja gelernt, Komplimente zu drechseln. Naja, er hatte natürlich Top-Anwälte und hat es geschafft, mich mit ein paar hunderttausend Mark abzufinden. Nach der Scheidung habe ich es drüben einfach nicht mehr ausgehalten. Ich wollte was Neues anfangen. Ja. Und jetzt habe ich diesen Laden hier. Diesen tollen Laden. Danke, diesen tollen Laden. Und eine Datsche ganz in der Nähe. Direkt am See. Bist du eigentlich verheiratet? Nein. Ich bin aber auch nicht solo. Ah, verstehe. Ich habe auch ein paar Fotos mitgebracht. Von einem Dealer. Der hatte ziemlichen Streit mit dem Mädchen, auf das geschossen wurde. Wir haben da einen Zeugen. Ach ja, der Fall. Du bist natürlich nur deswegen hier. Ja. Ich wollte nur wissen, ob der sich auch mal bei euch betätigen wollte. Ach, das ist kein Problem. Gero, komm doch bitte mal ins Büro. Ja, alles klar, ich komme. Hier, ich bin gleich wieder da. So, ich habe da eine Idee. Hast du heute Abend noch was vor? Nö, eigentlich nicht. Ja, ich habe gedacht, wir könnten doch noch ein bisschen plaudern über alte Zeiten oder so. So eine Art, wusstest du noch Abend? Aha. Ja. Aber ich muss um 12 zu Hause sein. Ah. Gero, das ist Hauptkommissar Schmücke, Gero Troll, mein Geschäftspartner. Er kümmert sich auch um die Sicherheit. Wir hatten bereits das Vergnügen. Was kann ich für Sie tun? Rufer ist in den Tanzschuppen dieser Stadt bekannt wie ein bunter Hund. Hier. Kim Kober kennt kein Mensch. Du warst erst um 2 zu Hause? Ja. Schläft der Junge noch? Jetzt schläft er nicht mehr. Das höre ich. Ruhe! Du warst erst um 2 zu Hause. Ja, wir hatten tierisch viel zu tun, wirklich. Das sollten eigentlich aus Bastian werden. Ja, das weiß ich doch nicht. Du hast ihn doch hier einquartiert.
Du weißt doch, was der Fuchs dem kleinen Prinzen sagt. Nee. Er sagt, du bist ein Leben lang für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Mhm. Das sagt der Fuchs dem kleinen Prinzen. Ja, das sagt er. Schmücke, der Junge hat dich gern. Trink aus, wir müssen noch in die Sauna. Ihr habt ein Leben. Alles dienstlich, Edith, alles dienstlich. Du warst erst... Psst. Halt doch mal die Fresse. Probefahndung. Das ist eine Razzia. Sind Sie sicher, dass Sie genug Leute dabei haben? Verhalten Sie sich ruhig und halten Sie den Mund. Vielen Dank, Herr Kollege. Tja, dann wollen wir erst mal. Wer sind Sie denn? Mordkommission. Und? Das ist er. Der zweite von links. Danke, Bastian. Natürlich habe ich was gegen Konkurrenz im Geschäft. Aber ich schieße doch nicht auf kleine Mädchen. Ich kenne die Schlampe gar nicht. Unser Zeuge hat sie eindeutig identifiziert, Herr Hofer. Mit dem würde ich mich gern mal unter vier Augen unterhalten. Jetzt werden sich erstmal die Kollegen von der Drogenfahndung mit Ihnen unterhalten. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Kaminski. Wir wissen, wer auf der anderen Seite der Scheibe war und mich hier in die Scheiße führt. Sag den Jungs, dass sie diesen Zeugen auftreiben sollen. Aber pronto bitte, ja? Ja. Sonst bist du die längste Zeit mein Anwalt gewesen. Ich kümmere mich drum. Danke, Kollegen, ich übernehme. Verpasst doch. Hofer verwarnt das Mädchen und als das nichts hilft, lässt er auf sie schießen. Ziemlich radikale Geschäftsmethoden. Na, ist kein romantischer Softie, du hast ihn ja erlebt. Ja, weiß Gott nicht. Also ich war gestern in insgesamt 5 Tanzschuppen. Das Mädchen ist in keinem auffällig geworden. Aber weißt du, wen ich in jedem dieser Läden angetroffen habe? Wachleute von Löwes Sicherheitsdienst. Aber ich habe noch mehr herausgefunden. Vor etwa einem halben Jahr ging in der Diskothek Ecstasy ein Brandsatz hoch. 2 Tage später beginnt Löwe, sich dort um die Sicherheit zu kümmern. In 3 weiteren Fällen dasselbe in Grün. Kurz darauf Machtübernahme durch Löwes Sicherheitsleute. Und du meinst, das geht alles auf das Konto von diesem Löwe? Ja. Und wer hat nach dem Schuss auf Kim Kober die Bewachung der Diskothek Relax übernommen? Löwe? So ist es. Löwe vom Sicherheitsdienst. Natürlich. Den kenne ich sogar ganz gut. Der war mal mein Chef. Ach ja? Der Mann hat ziemlich drastische Methoden, Aufträge an Land zu ziehen. Ja, davon haben wir gehört. Und das ist nicht ganz Ihr Stil. Nee, nicht so ganz. Deshalb habe ich auch gekündigt und mir was Neues gesucht. Glücklicherweise macht Frau Blix gerade diesen Zauberladen hier auf. Ich habe das Sicherheitsmanagement übernommen und inzwischen bin ich auch Teilhaber. Und da war Herr Löwe bestimmt etwas ungehalten. Ja, sicher. Aber wen juckt das schon? Wenn Sie Löwe ganz gut kennen, wie Sie sagen. Der Anschlag auf diese Kim Kober, vielleicht war das ein Zufall, dass das Mädchen getroffen wurde. Es hätte auch jeden anderen erwischen können. Auf alle Fälle hätte Löwe erreicht, was er wollte. Ein Auftrag für seine Firma. Was meinen Sie denn dazu? Nein, glaube ich nicht. Löwe trinkt ein bisschen viel. Ziemlich durchgeknallt, also totaler Waffenfetischist und so. Aber jemanden erschießen, weil er einen Auftrag kriegen will? Nee. Hm.
Was soll denn das? Anstatt diesen Killer zu jagen, rücken Sie mir mit sowas hier auf die Bude. Nun machen Sie den Schrank nur auf oder nicht, Herr Löwe? Nur über meine Leiche. Da sind nur private Sachen drin. Ja, das interessiert uns ja gerade. Schluss mit dem Metzen gehen zur Seite. Oder willst du? Nee, du bist ja hier die ehemalige Arbeiterklasse. Ja, du hast ja nur Abitur und einen Angelschein. Lassen Sie das. Da ist nämlich jede Menge Munition drin. Na also. Das ist nur ein Hobby von mir. Ja, das dachte ich mir. Denn für den Personen- und Objektschutz braucht man ja keine Bazookas und Handgranaten. Ich nehme doch an, dass Sie für den ganzen Krempel hier Waffenbesitzkarten haben. Für das da? Nein, nicht direkt. Munition für 7,62 mm Gewehr. Brandstiftung in drei Diskotheken. Warum nicht zur Abwechslung mal ein kleiner Mord? Das Mädchen ist 17. Ich schieße doch nicht auf Kinder, um mein Geschäft anzukurbeln. Ach so? Wollen Sie einen kleinen Schnaps, Herr Löwe? Ja, bitte. Vielleicht hatten Sie gar nicht vor, irgendjemanden zu treffen. Nein. Ein Schuss auf eine Scheibe, splitterndes Glas, Panik und am nächsten Tag unterschreibt der Besitzer des Ladens endlich Ihren Vertrag. Aber ein Säufer wie Sie, Sie haben Ihre Hand nicht unter Kontrolle, Löwe. Sie haben das Mädchen erwischt, weil Sie die Waffe nicht ruhig halten konnten. Was für Scheiß erzählen Sie denn da? Und außerdem... Ich habe ein Alibi. Das fällt Ihnen jetzt ein. Naja, ich hatte vorgestern Geburtstag und bis um 10 haben wir in der Firma einen gehoben. Der Anschlag war um 1 Uhr nachts. Ja, ich weiß. Ja, das hier ist mein Alibi. Kann ich mal telefonieren? Bitte? Als ich nach Hause kam, da stand dieses Mädchen vor meiner Tür. Eine kleine Aufmerksamkeit von einem Kollegen, der mir zum Geburtstag eine Freude machen wollte. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Nee, verstehe nicht. Naja, eine Nutte. Mein Geburtstagsgeschenk, eine Nutte. Eine Braut, da träumt der Führer von. Ja. Und um 1 Uhr nachts, ja, da war ich so mit der noch so richtig zugange. Hm. Ja. Gut, dass ich mir die Nummer aufgehoben habe. Großartige Showeinlage, Herr Löwe. Nein, aber das Mädchen, ich war die ganze Nacht mit ihr zusammen. Wie heißt sie? Hören Sie mal, soll das ein Witz sein? Fragen Sie eine Nutte nach ihrem Namen, wenn Sie sie vögeln wollen? Gebührt das nicht die Höflichkeit? Das dachte ich auch. Wie heißt dann der Freund, der das Mädchen für Sie engagiert hat? Das weiß ich nicht. Ich habe sie gefragt, aber sie hat mir den Namen nicht sagen wollen. Ja, sie hat mir gesagt, ein Freund von mir hätte sie geschickt und das hat mir eben gereicht. Ich hatte schon was getrunken. Ich wollte die Kleine unbedingt ins Bett. Ja, ist nicht gut, was? Wenn man anfängt, mit dem Schwanz zu denken. Ja, ja. Marc Aurel hat mal sowas Ähnliches gesagt. Aber Ihnen glaube ich nicht ein Wort. Ich will einen Anwalt. Den brauchen Sie auch. Herbert! Herbert! Ich bin mit dem Aceto Balsamico.
Dem was? Die linke Flasche. Was ist denn das? Das ist mal Essig. Mensch, dann sag doch Essig. Also wahrscheinlich ist es so gewesen. Besoffen wie der Löwe war, fährt er in seine Firma, holt sich eine Waffe, schießt in diese Menschentraube und erwischt das Mädchen. Von mir aus auch aus Versehen. Jetzt entsorgt er die Waffe und am nächsten Tag kriegt er mit, dass wir gegen einen Dealer ermitteln. Und da lehnt er sich entspannt zurück, weil er denkt, die blöden Bullen sind eh auf der falschen Fährte. Und dann bringen wir mal den Ortsnachbar. Bitte. So, und plötzlich tauchen wir in seinem Laden auf. Und da muss er improvisieren. Und da denkt er sich die Nutte aus. Tja, und weiter? Wenn das war, krieg ich das raus. Na gut, mach's mal auf, doch eh die Zeit. Bastian! Mach doch mal auf, bitte. Sag mal, dieser Marc Aurel hat tatsächlich gesagt, man soll nicht mit seinem Schwanz denken? Na, nicht so. Er hat gesagt, dämpfe die Begierde, erhalte die königliche Vernunft bei der Herrschaft über dich selbst. Und was hat das mit Löwes Schwanz zu tun? Tag, ihr beiden. Grüß dich, Edith. Das mit Maraten. Puttanesca nach deinem Spezialrezept. So ist es. Sag mal, was machst du eigentlich mitten im Winter in Genua? Also, Herbert, das habe ich dir 100-mal erklärt. Nee. Du merkst ja überhaupt nicht mehr. Das geht um eine Gastinszenierung. Oh. Monteverdi. Ja, also bitte passt gut auf Oscar und auf Pavarotti auf. Ja. Aber vor allen Dingen, der Vogel ist sehr sensibel, sehr sensibel. Gut, dann nimm mal den Vogel. Sag mal, kann man den Pfeif liegen lassen oder scheißt der einen hier die Bude voll? Pass mal auf Oscar auf. Oh ja, mein Oscar, mein Gott. Mein Kleiner, du böse Leute, lieber. Warte mal, ich muss jetzt erstmal hier naschen. Mal sehen. Was ist der? Oh, Scheiße. Oscar! Mein Gott, du sollst auch nicht leben wie ein Hund. Komm her, hier so. Ich werde dich vermissen. Mach keine Dummheiten. Und lass dich nicht von fremden Frauen ansprechen. Nee, Pfeffer Starmann. Und viel Glück bei deiner Verbrecherjagd. Ich werde Oscar dafür abrichten. Ich mache einen Bullterrier aus ihm. Ha? Ich bringe dir die Speisekarten aus den Restaurants, mit in denen ich essen werde. Was? In Voltini, alla Milanese, Bartolino, Semifreddo. Ja, du steig ein, du Sadistin. Tschüss. Guten Flug. Tschüss. Tschüss, sag Wiedersehen, Frauchen. So. Weißt du, was das bedeutet? Wir müssen allein abwaschen. Jetzt kann man dir sauer auslassen. Und jetzt? Nee, die Haare waren anders. Höher. Und vielleicht trug sie ja eine Perücke. So? Nee, vorher war das besser. Die Haare nicht so lang. Und dann war sie ziemlich stark geschminkt, also richtig nuttig. Und dann sprach sie noch so einen polnischen Akzent. Polnischen Akzent? Wie soll ich denn das hier machen? Jetzt ist alles weg. Ach, wo ist denn die Zinn? Die kann doch das. Jetzt ist alles wieder da. Und so? Nein. So. Hey, Sie haben ja Talent. Ich war mal im Zeichenzirkel vom Kombinat Plaste und Elaste. Ja, da können Sie als Straßenmaler auf dem Marktplatz anfangen, wenn wir in die Firma dicht machen müssen wegen unerlaubten Waffenbesitz. Der Schuss vor der Diskothek wurde nicht aus Ihrer Waffe abgefeuert. Ja, wir können Sie aufgrund der Beweislage nicht länger festhalten, meint der Staatsanwalt. Sie können gehen.
Was ist denn das? Das Phantombild? Na, dann setzen wir das doch mal in die Zeitung. Tun Sie das. Und beten Sie zu Gott, dass wir das Mädchen finden, sonst sind Sie dran. Bleib du mal dran. Ja. Du stellst vielleicht Fragen. Hast du eine ruhige Hand? Ich kann nicht mal eine Tür streichen. Ich habe noch eine Frage. Komm doch mal her und fächle ein bisschen mit deinem Notizbuch. Was? Fächle mit deinem Notizbuch. Hat dir Löwe auch seine Dienste angeboten? Das weißt du doch längst. Darf ich? Na klar. Aber ich habe mir lieber seinen besten Mitarbeiter geholt. Ja, diesen Georg Troll, warum eigentlich? Ja, der ist doch schon mal viel schnuckliger als dieser alte Saufkopf. Danke, es reicht. Ja, das war's denn erstmal. Du, ich hätte eine Idee. Heute ist hier Ruhetag. Ich habe Hunger und ich habe Zeit. Ich finde, es ist, als ob es gestern gewesen wäre. Hm. Der rote Turm hatte noch keine Spitze. Ja. Und ja, ich belegte mit meinem Petticoat 3 Sitze im Kino. Und weißt du noch, im Steintor-Varieté spielte das Schauorchester Alfons Wonneberg Duke Ellington. Leider. Leider haben wir das damals nicht zusammen erlebt. Du warst hier für mich unerreichbar. Na. Hätte ich mich auch gleich in Brigitte Bardot verlieben können. Das habe ich übrigens auch gemacht damals. Erinnerst du dich noch an diese Schnulze von der Bärbel Wachholz? Sie ging nie gleich wieder. Na, damals. 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 Dumm. Dum-pudum, damals, damals war alles so schön. Was soll das werden? Aufforderung zum Tanz? Was dachtest du denn? Na dann. Doch wir waren viel zu jung, viel zu jung, um unser Glück zu verstehen. Badam, 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 badam. Was soll das werden? Ich glaube, ich muss jetzt gehen. Ach ja, richtig. Du hast was von festen Händen gesagt oder so. Kann ich was für meinen Oscar mitnehmen? Ja, klar. Vielen Dank für den Abend. So, komm raus, komm. Komm mal.
Und? Willst du ihn nur noch ficken? Na und? Eifersüchtig? Erst die Fahrt zum Flughafen. Eine halbe Stunde im Stau. Da kommt der Taxifahrer auf die geniale Idee, eine Abkürzung über die Felder zu nehmen. Axbruch, auf halber Strecke, mitten im Dreck. Ich überlasse diesen Schlaumeier seinem Schicksal und ich schlage mich zur Straße durch. Aber wer nimmt denn eine Frau über 50 mit, die schlammverkrustet am Straßenrand steht? Ein Hühnerlaster pickt mich auf. Jetzt kleben auch noch Federn an mir. 10 Minuten vor Abflug, da stehe ich auf dem Flughafen. Bloß der Flug ist gecancelt. Fluglotsenstreik in Milano. Also nehme ich mir ein Taxi nach Hause, freue mich auf den Duft von frischem Kaffee. Ich mache dir gleich welchen. Du bleibst sitzen. Und was erwartet mich? Das Parfüm einer fremden Frau und Lippenstift an deinem Kragen. Komm, Oskar, wir gehen. Komm, Oskar. Komm. Wo willst du denn jetzt hin? Draußen ist kalt. Mir ist nicht kalt. Ich koche vor Wut. Die armen Tiere. Wie wär's mit uns beiden? Arschloch. Komm rein. Was wollen wir machen? Kennst du die? Hey, was soll denn das? Hier, Mensch, ich hab doch nur gefragt, ob du die kennst. Lass mich los! Ich will doch nur wissen, ob los, du die kennst. Los, los, nein! Du kennst die doch hoch! Hilfe! Komm her, Mensch! Hilfe! Alte Fotze! Ich glaube, der ist tot! Hat er noch was gesagt? Ob er noch was gesagt hat? Edith, ich bitte dich, mach auf! Ich bin nicht da, verschwinde! Ich habe hier so schöne Blumen, das ist doch nur ein Missverständnis. Du brauchst mir nichts zu erklären. Du, ich friere hier den Arsch ab. Ich komme ja vor wie Heinrich der Vierte in Canossa. Der hat 3 Tage lang im Schnee gekniet. Da soll ich warten, dass es schneit? Gut, aber bloß, weil mir die Blumen leid tun. Ja. Ja, na wer denn sonst? Was? Löwe. Ah, und wie? Herzinfarkt. Das ist ja ein schöner Tod. Ja, ich komme. Sofort, ja. Edith, ich bin's nochmal. Ich kann jetzt doch nicht kommen. Ich muss nochmal kurz Richtung Leipzig fahren. Meine Wege fahr zur Hölle. Lass dich hier nie wieder blicken. Herr Schulz? Macht Protokoll. Und hat Löwe noch was gesagt? Ja. Alte Fotze. Dann war Punkt. Ah, 2 tolle letzte Worte. Er hat ständig telefoniert, wahrscheinlich mit der Nummer. Die von der ominösen Nutte. Und wenn die tatsächlich in der Tatnacht bei ihm war?
Ja, der hat die wild gesucht, aber warum klappt das nie? Vielleicht hat sie ihm die falsche Nummer gegeben. Wenn diese Frau wirklich existiert, ist Löwe posthum entlastet. Ich habe mit den Mädels gesprochen. Hier kennt sie keiner. Hier ist der Anrufbeantworter von Edith Rieger. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Piepton. Und Schmücke, ich möchte dich nie wiedersehen. Ja, Edith, ich bin's. Ich kann dir das ganz einfach erklären, dass... Ach, Quatsch, Mensch. Was musst du ihr denn erklären? Ich war gestern Abend noch mal kurz bei der Blix. Ah, ja, dienstlich. Völlig harmlos. Ja. Dämpfe die Begierde, erhalte die königliche Vernunft bei der Herrschaft über dich selbst. Marc Aurel. Na, dich lass ich noch mal an meiner Bildung teilhaben. Deine Bildung. Hier, Abrisskalender von gestern. Sie hat da was gerochen. Wie? Wie? Na, im wahrsten Sinne des Wortes. Dabei war es wirklich mein dezentestes Parfum. Ja, ja. Irgendwie habe ich jetzt fast ein schlechtes Gewissen. Soll ich deine Edith anrufen und ihr sagen, was für ein scheues Reh du bist? Die sitzt schon lange im Flieger nach Genua. Tja, da weiß ich nur einen Rat. Flieg ihr nach. Das ist romantisch, das wird imponieren. Naja, dieser Löwe ist tot. Herzinfarkt. Der kann den Fall doch abschließen. Nein. Löwe hätte ein Alibi. Da gibt es eine Prostituierte, mit der er diese Nacht verbracht haben will. Und falls es die gibt und die das bestätigt, dann muss ein anderer auf das Mädchen geschossen haben. Was macht ihr denn hier? Ha? Oskar? Bin jobben auf dem Großmarkt, Kisten stapeln, die Tiere sind gefüttert. Edith ist mit der 37-Maschine nach Genua. Der Rotwein war ein Sonderangebot. $2,99. Oh, ja. Wir wissen jetzt, wer der angebliche Kronzeuge ist. Ja, so ein Jüngelchen. Er stand direkt neben der kleinen Dealerin. Na, Herr Hofer, leben noch frisch. Kümmern sich die Kollegen der Drogenfahndung auch gut um Sie. Danke der Nachfrage. Arschloch. Na und? Weißt du den Namen von dem Bengel? Hast du eine Beschreibung? Ja, wir wissen jetzt, dass er hinkt. Wir wissen auch, wo er sich ungefähr aufhält. Das ist alles eine Frage der Zeit. Zeit? Nun mach mal ein bisschen, aber bitte pronto. Ja, wir machen ja. Die Jungs sind ja unterwegs.
Der hier. Das war der zweite. Ja, naja. Gute Freunde von uns. Aber auch von Hofer. Ein Glück, dass du sie rechtzeitig bemerkt hast. Was wolltest du eigentlich in deiner Laube? Ein paar Sachen holen? Ist ja nett, dass ich bei Schmücke wohnen darf, aber seine Feinreposen sind nicht ganz mein Ding. Du wartest ja. Jemand fährt dich dann nach Hause. Wie lange wollen Sie mich hier noch festhalten? Na, Sie sind vielleicht ein Komiker. Gerade eben hetzen Sie Ihre Killer auf einen Halbwüchsigen. Und zur Belohnung wollen Sie freigelassen werden? Können Sie vergessen. Die kennen Sie wohl auch nicht. Was wollten die beiden von dem Jungen? Der Junge hat die Auseinandersetzung, die Sie mit Kim Kober hatten, beobachtet. Er belastet Sie. Und Ihre Gorillas sollten das Problem für Sie lösen. Sie sind ja irre, Mann. Ich will meinen Anwalt sprechen. Ihre Fantasie geht mit Ihnen durch. Schubert hat angerufen. Stell dir vor, er hat uns das Relax angeboten. Was für ein lausiger Geschäftsmann. Ein kleiner Zwischenfall, ein paar Nächte lang bleiben die Gäste aus und schon schmeißt er das Handtuch. Vielleicht sollten wir ihm den Laden abnehmen. Natürlich nicht zu dem Preis, den er anbieten wird. Natürlich nicht. Kümmerst du dich drum? Na klar. Danke. Ich bin's nochmal. Ja? Sie haben sehr zu meiner Zufriedenheit gearbeitet. Ja? Ich habe einen neuen Auftrag für Sie. Gut. Ja? Ja, kommen Sie rein. Vielen Dank, meine Herren. Tja, das ist ja nun schade, dass wir Sie auf diesem Weg finden müssen. Darf ich Ihren Mantel? So, nur erzählen Sie mal, wie ist denn das passiert? Nehmen Sie bitte Platz. Und wo soll ich die Wäsche jetzt aufhängen? Auf dem Balkon. Eine Wurst, eine Käse. Können Sie ruhig ein bisschen dünner schneiden. Wir können ja tauschen. Ich gehe schon.
Ist es Herbert Schmücke? Mhm. Sind Sie der Sohn? Ich bin hier nur Gast. Wollen Sie nicht reinkommen? Danke. Besuch! Ulrike! Na, das ist ja eine Überraschung. Ich dachte, ein kleiner Seelentröster wäre nicht schlecht. Ja, danke. Tag. Tag. Willst du uns nicht vorstellen? Ja, das ist Bastian, das ist Frau Blix, eine alte Bekannte von mir. Ich stelle dir meinen Kühlschrank. Kleiner Augenblick, ja. Ja? Naja, natürlich, wer denn sonst? Mein Gott. Ah ja. Na, endlich mal eine gute Nachricht. Ich bin gleich wieder da. Aha. Ja. Mensch, ihr habt aber einen gesunden Appetit. Ich habe Nachtschicht in der Markthalle. Danke. Einbrecher fangen? Nö, Kisten stapeln. Ich dachte, du bist auch bei der Kripo. Sehe ich so aus? Aber ich bin ganz wichtiger Zeuge. Hast du da nicht Angst? Ich meine, mit so einem Dealer lässt sich doch nicht spaßen. Nö, ich hab doch Schmücke. Natürlich will ich die Dame kennenlernen, ich komme. Tja, tut mir leid, ich muss leider weg. Für dich ist auch höchste Zeit. Wir haben das Mädchen gefunden, mit dem Löwe die Tatnacht verbracht hat. Tja, Ulrike, es wird nichts. Ja, ja, es waren zwei Königskinder. Also der Mann hat mich angerufen und gesagt, ich bekomme 5000 Mark, wenn ich den Kunden eine ganze Nacht lang beschäftigen würde. Und wer der Mann war, wissen Sie nicht. Ich habe ihn nie gesehen. Also sag ich, erst das Geld. Das war dann in einem Schließfach am Bahnhof, zusammen mit der Adresse. Und dann sind Sie zu diesem Löwe gefahren? Ja, und die ganze Nacht da geblieben. Warum haben Sie dem eigentlich eine falsche Telefonnummer von sich gegeben? Der Anrufer hat das so gewollt. 5000 Mark in einem Schließfach. Kam Ihnen das nicht eigenartig vor? Wissen Sie, was ich sonst für eine Nacht kriege? Nee. Ja, ist ja gut. Und der Sie gewirkt hat, den haben Sie auch nicht erkannt? Nein. Aber Sie sind sicher, dass es beide Male derselbe Anrufer war? Absolut. Solange wir den Täter nicht haben, ist Ihnen gefahren. Na, lass ihn doch zu dir ziehen. Hm? Ich habe den Jungen, du nimmst das Mädchen. Wir können natürlich auch tauschen. Nein, nein. Frau Nawotzki, zwei Kollegen von uns werden Sie jetzt zurück nach Leipzig fahren. Es wäre ganz gut, wenn Sie in den nächsten Tagen nicht auf dem Strich... Ich meine, wenn Sie zu Hause bleiben würden. Zurück nach Leipzig, bitte. Die Bullen haben deine polnische Nutte gefunden. Scheiße! Löwe hat jetzt ein Alibi. Und Schmücke wird sicher bald darüber nachdenken, wer von dem Attentat auf das Relax profitiert. Was meinst du wohl, auf wen er dann kommt? Das heißt, wir müssen weg. Was heißt hier wir? Du! Du hast schließlich den ganzen Mist gebaut. Loyalität war noch nie deine Stärke. Es gibt noch einen zweiten Tatverdächtigen. Ein Dealer. Mit der kleinen Schlampe Ärger hatte, auf die du geschossen hast. Ich habe nicht auf sie geschossen. Herrgott, wie oft soll ich dir das noch sagen? Ich wollte dicht neben sie schießen, aber die dämliche Kuh ist mir mitten in die Schussrichtung gelaufen. Es war nicht meine Schuld. Gut. Tut mir leid. Tut mir leid. Woher weißt du das? Diese Sache mit dem Dealer. Von einem kleinen, bedauernswerten, gehbehinderten Jungen namens Bastian. Er ist Schmückes Untermieter. Er stand neben dem Mädchen, als du sie... als sie getroffen wurde. Ja, ich erinnere mich. Was ist mit dem Jungen? Er belastet den Dealer, weil der Ärger mit dem Mädchen hatte. Übrigens Hofer. Angenommen, jemand schießt auf den Bengel mit der gleichen Waffe, mit der auch auf die Diskothek geschossen wurde. Kannst du mir folgen?
Hat Löwe also doch nicht auf dem kalten Dach gelegen. Bleibt unser Freund Hofer. Tja, Löwes Sicherheitsdienst hat ihn in sämtlichen Diskotheken der Stadt das Leben schwer gemacht. Vielleicht wollte Hofer zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Er straft eine kleine Dealerin ab und lenkt die Aufmerksamkeit der Polizei auf Löwe. Tja, und jetzt versucht er diesen Bengel zu beseitigen. Ja, er sitzt ja auch schon 3 Tage, der wird langsam nervös. Und noch ein Bierchen trinken. Sie sind ja wie ein richtiger Vater zu mir. Ach Gott, ist ja rührend. Komm her, setz dich hin, iss erst mal. Hat Ihre Freundin mal angerufen? Nö. Wie war es in der Markthalle? Kalt. Ja, ich auch. Du fährst mit, keine Widerrede. Nichts. Kein Mensch zu Hause. Alle auf Arbeit. Ich denke, wir haben eine riesige Arbeitslosigkeit. Aber doch nicht hier, wo du wohnst. Komm. Mit dem Vogel, ist der auch getroffen? Der Arzt sagt Herzschlag. Herr Kommissar? Ja? Edith meinte ja, er sei sehr sensibel. Naja, in ein paar Stunden wissen wir, ob wir es mit derselben Waffe zu tun haben, mit der auf Kim Kober geschossen wurde. Gut, wenn Edith erfährt, dass ihr Pavarotti... Die schlägt mich tot. Herbert, kauf einen neuen Vogel. Tolle Idee! Danke. Alfred! Alfred! Komm noch mal. Alfred, mach doch mal ein schönes Foto von dem Tier. Ich gehe noch mal kurz in Bastians Zimmer und hole ein paar Sachen für ihn. Kommst du mal? Was ist denn? Das darf doch nicht wahr sein. Hoffentlich irre ich mich. Kommst du mal bitte? Mist. Du musst jetzt nichts sagen. Für mich sieht das so aus. Nicht Kim ist die Dealerin, sondern du der Dealer. Nicht sie wollte dir was verkaufen, sondern du ihr. Und als sie halbtot vor deinen Füßen lag, da hattest du ein kleines Problem. Wohin mit deinem Zeug? Und da hast du sie untergeschoben. Was hätte ich denn machen sollen? Ich hatte Schiss, mit 1000 Trips erwischt zu werden. Hast du je gesehen, dass Kind von Hofer bedroht wurde? Nein. Wurdest du von Hofer bedroht? Nein.
Weiß Hofer überhaupt, wer du bist? Nö. Ich war gerade dabei, mein Geschäft aufzubauen. Kim war einer meiner ersten Kunden. Und warum hast du ihn dann bei uns angeschissen? Weil... Am Anfang wollte ich das ja gar nicht. Aber dann habe ich mir gedacht, wäre doch ein guter Weg, um einen Kerl vom Markt zu kriegen. Vom Markt zu kriegen? Und warum hast du dich bei mir eingenistet? Ich wollte das doch gar nicht. Ihre Freundin hat mich doch total zugetextet, dass ich bleiben soll und so. Und dann... Naja, ich habe gedacht, wäre doch gar nicht so schlecht. Bei Ihnen bin ich immer auf dem Laufenden. Außerdem, ich fand sie echt sympathisch. Wirklich. Ab jetzt wirst du mich echt unsympathisch finden. Ehrlich. Was machst du denn hier? Ich habe dir im Büro angerufen. Ach so. Was ist mit dem Jungen? Bastian. Tja, der ist okay. Wer? Ich meine, wer tut sowas? Dieser Dealer? Nee. Sie ja nicht. Ich weiß nur, dass auf den Jungen mit derselben Waffe geschossen wurde, wie auf die Kleine hier. Wie können Menschen sowas tun? Früher oder später wird Schmücke rauskriegen, dass wir das Relax gekauft haben. Und dann wird er hier wieder aufkreuzen. Warst du endlich beim Arzt? Bei welchem denn? Du hast Fieber. Ich weiß, das stehe ich schon durch. Der Schmücke hier auftaucht und fragt, was mit dir los ist. Auch ein kleiner Stich in den Oberschenkel. Bin beim Rasieren abgerutscht. Ich muss weg. Zumindest, dass die Wunde verheilt ist. Du bist drauf, nimm Antibiotika oder sowas. Ja, ist gut, Mutti. Hör zu, Gero. Du fährst in mein Landhaus. Aber erst, wenn es dunkel ist, die Leute im Dorf sollten mich nicht sehen. Hast du die Waffe entsorgt? Das mache ich unterwegs. Da gebe ich diesem kleinen, ausgewichsten Ganoven auch noch Quartier. Naja, Undank ist der Welt ein Lohn. Also stellen wir uns wie immer die Frage aller Fragen. Cui bono. Ui. Wen nützte der Anschlag auf die Diskothek? Der Konkurrenz. Unter anderem deiner Freundin Ulrike Blix. Ach, das ist doch Unsinn. Selbst wenn ihr Laden nach dem Anschlag ein bisschen mehr Zulauf haben aber sollte. Aber du hast dich in dem Jungen getäuscht, du täuscht dich auch in Ulrike. Ach, das ist doch absoluter Quatsch. Quatsch, ja? Warte. Was ist das? Vor 3 Tagen wurde auf Kim geschossen. Heute hat der Besitzer der Diskothek seinen Laden verkauft. Und zwar zu je 50% an... Ulrike Blix und Gero Troll. Scheiße.
Georg. Das wird eine einsame letzte Nacht. Was denn? Du? Das nahm mal wieder kein Ende im Lollipop bis 3:30. Komm rein. Auf dem Weg nach Hause habe ich mich plötzlich vor meiner leeren Wohnung gefürchtet. Setz dich. Willst du was trinken? Verwöhnte kleine Mädchen wie ich trinken Champagner. Hoppla. Hast du den Anschlag auf das Relax in Auftrag gegeben? Was? Dir gehört doch jetzt die Disco dir und Gero Troll. Du spionierst mir nach? Ulrike, kein Mensch wusste, dass Bastian bei mir einquartiert war. Du kommst, unterhältst dich mit ihm, er plaudert ein bisschen und prompt wird auf den Jungen geschossen. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ich will darauf hinaus, dass mir jemand Hofer als Schützen plausibel machen wollte, so wie er mir vorher Löwe präsentiert hat. Und du glaubst, dass ich dahinter stecke? Ulrike, du und Troll, ihr seid die einzigen Nutznießer dieser Anschläge. Verstehst sicher, dass ich keine Lust habe, mir das noch länger anzuhören. Ich war vorhin in deiner Disco. Du bist da um Mitternacht weg und nicht erst vor einer halben Stunde. Herrgott, ich musste mal raus aus dem Laden. Ich bin ein bisschen durch die Stadt gefahren. Mein Kollege sucht gerade deinen Partner. Er hat nicht zufällig eine Stichwunde am Oberschenkel? Das weiß ich nicht. Oder doch, als ich ihn heute Nachmittag sah, da hinkte er so merkwürdig. Gestern Nacht hat jemand versucht, die Nutte umzubringen, die Löwe entlasten konnte. Das Mädchen hat ihm ein Messer in den Oberschenkel gerammt. Das muss ganz schön geblutet haben. Aber das hieß ja... Troll? Nein, das glaube ich nicht. Mein Gott, das ist ja entsetzlich. Du hast mit dieser ganzen Sache nichts zu tun. Troll hat das mit der Nutte arrangiert. Troll hat in die Menge vor der Disco geschossen. Troll hat hier auf Bastian geschossen. Du weißt von all dem nichts. Ja. Wir werden deinen Freund finden. Und glaub bloß nicht, dass er so edelmütig sein wird und die ganze Schuld auf sich nimmt. Und jetzt geh! Schmöcke! Raus! Thank you.
Tag, Doktor. Wie lange ist er denn schon? Ich würde sagen, er ist langsam verblutet. Aha. Vorsicht. Ja. Seine Uhr ist um 4 Uhr stehen geblieben. 4 Uhr könnte hinkommen. Ach, Herbert. Tag, Herbert. Tag, Heinz. Ah. Guck mal. Hier, beides ins Labor. Außerdem sind am Auto schwarze Lackpartikel. Der Knabe hier ist eindeutig gerammt worden. Deine Freundin Ulrike Blix zufällig ein schwarzes Auto? Ein Geländewagen. Geländewagen? Könnte hinkommen. Die Schrammen sind ziemlich hoch. Tja, wo wollen wir denn hin? Aufs Land, in mein Häuschen. Da habe ich endlich Ruhe für meine Steuererklärung. Was kriegt ihr da meinen Wagen rum? Dein Kompagnon, Gero Troll, ist tot. Was? Oh mein Gott, wie ist es passiert? Tja, man hat ihn von der Straße abgedrängt und eiskalt verbluten lassen. Schmecke, du musst mir glauben, ich habe mit diesen ganzen grässlichen Dingen nichts zu tun. Natürlich nicht. Wann ist es passiert? Heute Nacht um 4. Tja, dann habe ich ja wohl ein Alibi. Und an meinem Wagen ist ja wohl auch kein Kratzer. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wo war die denn um 4? Bei mir. Ach, Herbert, du machst Dinger. Ruhe, jetzt läuft der Pavarotti-Ähnlichkeitswettbewerb. Guck mal, ist der nicht schön? Ja, ist aber ein Papagei. Da hinten sind blaue Wellen gewesen. Da wäre ja die Farben blind. Du bist aber nicht ganz bei der Sache. Ah ja, das hätte alles so schön gepasst. Guck mal, Trolls Auto wurde von einem schwarzen Geländewagen abgedrängt. Ulrike Blix hat einen schwarzen Wagen. Der ist aber leider völlig unversehrt. Ach, scheiße, so ein Mist, meinst du denn? Der blaue da hinten auf dem Ast, sieht Pavarotti ähnlich? Ein blauer Kackspecht sieht aus wie der andere blaue Kackspecht. Ja, stimmt. Kommen Sie mal, junger Mann. Ja. Ich glaube, ich nehme den da auf dem Ast. Ich muss Sie aber darauf aufmerksam machen, dass dieser Vogel schon einen Vorbesitzer hatte. Was, der Vogel ist gebraucht? Ja. Dann müssen Sie auch ein bisschen mit dem Preis runtergehen. Naja, da lässt sich so reden. Wo soll man stehen geblieben? Ach ja, aber an dem Wagen von Ulrike kein Kratzer, keine Beule, nichts. Aber guck mal, das ist Pavarotti Nummer 1, das ist Pavarotti Nummer 2. Keine Sau sieht doch da einen Unterschied. Und ein schwarzer Land Rover sieht aus wie der andere schwarze Land Rover. Die hat uns nun einfach einen anderen Wagen gezeigt. Ausgetauscht inklusive Nummernschilder, das Ass. Das macht 55 Mark und Sie kriegen noch eine Kette. Schneider. Wir kommen. Das Krankenhaus. Vor einer halben Stunde. Wir konnten einfach nichts mehr tun. Hallo, Ulrike. Schön, dass du es hier. Bist du gekommen, um dich zu entschuldigen? Nicht direkt. Pack deine Zahnbürste ein und ein bisschen warme Unterwäsche.
Lass die blöden Witze. Das ist kein blöder Witz, Ulrike. Ich bin davon überzeugt, dass du Gerold Troll umgebracht hast. Ja. Verstehe. Es ist unter deiner Würde, auf so offenkundigen Unsinn zu antworten. Dein Geländewagen war ja intakt, als wir ihn uns angesehen haben. Wirklich schön hier. Aber das war nicht dein Wagen. Du hast uns heute Morgen ein Double vorgeführt. Hast die Nummernschilder ausgetauscht und uns ganz schön verarscht. Da ist ja das gute Stück. Anhand der Fahrgestellnummer lässt sich leicht feststellen, ob das dein Wagen ist oder nicht. Was ist denn das? Ja, ich bin gegen einen Baum gefahren. Pech, die Straßen waren so nass. Ja. Wann? Willst du das Unfallprotokoll sehen? Gelungene Überraschung. Weißt du, was ich glaube? Damit man den Blechschaden nicht bemerkt, den du dir durch Tolls Auto zugezogen hast, hast du den danach vorsätzlich an einen Baum gesetzt. Ach. Gar nicht so übel. Oh, Schmöcke, jetzt geht aber wirklich deine Fantasie mit dir durch. Ja. Edith sagt immer, ich habe überhaupt keine Fantasie. Mein Kollege Schneider klappert gerade sämtliche Autohäuser und Mietwagenfirmen ab. Von irgendwo musst du dir ja dein Vorführmodell geholt haben. Außerdem haben wir Lackspuren an Trolls Auto gefunden und was dein Alibi betrifft. Kein Mensch hat dich heute Nacht um 4 bei mir gesehen und ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern. Damit kommst du nie durch. Ulrike! Uhren kann man verstellen. Das ist ein ganz oller Trick. Der Mistkerl. Übrigens, das Mädchen, auf das Toll geschossen hat, ist vorhin verstorben. Kleiner Augenblick, ja? Ja, ich bin's. Ja, ich bin hier draußen bei ihr an dem herrlichen See. Ich hab den Wagen. Ja, bei so einer Mietwagenfirma in Kröllwitz. Ah, na, das ist aber eine gute Nachricht. Norbert? Meldet sich der Misthund nicht mehr. Mensch. Hey,
Mücke, die Mücke. Dich habe ich doch schon immer auf dem Schulhof vermöbelt. Blödes Arschloch mit deinem albernen italienischen Mantel. Eigentlich will ich nur Oskar und Pavarotti holen. Oh Gott, Herbert, wie siehst denn du aus? Was machst du bloß? Oh, aua, meine Schulter. Ja, ich weiß alles, alles. Was, alles? Ja, von Herbert. Ach so. Ach, ein Glück, dass dir nichts passiert ist, mein Kleiner, mein Pavarotti. Nun sag doch mal, Edith. Du warst denn als Frauchen weg, weil du sagst. Edith. Nun sag doch mal. Tiere können nicht sprechen. Du sag doch mal, Schöner. Herbert. Ha!